Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Modpack Season 2, habe ich glaube letztes Mal gar nicht erwähnt, ne? Aber ist ja logisch. Season 2! Und wir gehen in eine Höhle. Das ist bestimmt eine tolle Idee. Das ist der Klassiker, oder? Christian, ich nehm die Kohle mit. Geh du mal schon mal vor. geh du schon mal ausleuchten. Ich bleib hier oben und baue ganz pussymäßig die Höhle, die Kohle am Höhleneingang ab. Ja, wo mehr Mobs kommen als weiter drin. Wahrscheinlich schon, ja. Oh Gott, wie viel Kohle ist denn das? Oha, das ist ein riesiges Kohlevorkommen, ey. Ich höre schon wieder irgendeine Hexe. Das war ich. Hexen-Impressions. Too real. Ey, Knochen, Okay, wir nehmen erstmal alle Erze mit, oder? Ja, jetzt am Anfang gerade für die ersten, Industrial Craft Maschinen brauchen wir sowieso alles. Kupfer und so ein Bullshit, Achso, doch, die gehen noch weiter, hast du gesagt, ne? Oh Gott, warum ist dann... Kann ich da... Und da komm ich dann... It didn't work. Oh, come on! Du monkeyed it. Ja, haben wir noch einen hast du noch einen Cobblestone, Tristan? Ich hab noch, ja. Bau den einfach ran. Von unten. Ja. Okay. Oh. Und dahinter geht's einfach weiter. Ja, weil Kies ist und so. Ich hab keinen Cobblestone mitgenommen. So. Aber ganz ehrlich, wir werden genug Cobblestone in der Höhle abbauen, glaube ich. Ich glaube, da wird genug Stein rauskommen bei... Ja. Du kannst sagen, ja, Drissan, safe da. Ich baue einfach von hier oben ab. Ja, okay. Ja, da geht's auf jeden Fall. Ist dein erste Picke gerade schon kaputt gegangen? Das war eine halb kaputte Steinpicke. Ah, okay. Ja, ich hab ein paar Sticks dabei, aber nicht so viele. Oh, ich Tin noch mehr Fackeln zu craften. Ja, nee, um auch Spitzhacken zu craften. Ich hab theoretisch ein Backpack dabei, womit ich das machen kann. Oh, okay, that's nice. Na, im Notfall können wir unterirdisch einfach einen Ofen craften und Eisen schmelzen. Falls wir Eisenspitzhacken brauchen oder halt Steinspitzhacken machen. Oh, fuck. Ja, ich baue hier oben noch Kohle ab, ne? Bist du fein? Ja. Sicher? Ich höre noch Skelette. Ja. Versuche mich gerade runterzubauen. Ah, ich versuche gerade mal runterzubauen, so dass du hochlaufen kannst im Notfall. Oh, what the fuck ist das für eine Höhle? Ja, das ist pretty good. Ich kann auf jeden Fall einigen Bullshit rausfarmen. Jo, hier ist, ich fange mal hier oben an, ne? Da ist nämlich noch Eisen, Tin, alles Mögliche. Irgendwas, ich höre schon mal einen Zombie. Was? In die Ecke gemobbt. So. Ist nochmal Kohle hier oben. Okay, es hat sich nicht gelohnt. Das auch noch. Ich nehme Kohle gerade auch mal noch mit, weil wir haben nicht so viel Kohle, habe ich gesehen. Ja, vor allem jetzt nach dem ganzen Fackelcraften. Ne? Naja. Außerdem gibt es Level. Richtig. Oh Gott. Das ist eine Spinne. Und ein Skelett. Ja, kommen wir nicht hoch, Tristan. Gleich die kleine Treppe hoch und dann bist du sicherer, glaube ich. Das hat halt auch Bock auf Fighten, ne? Das hat richtig Bock auf Fighten. Bisschen. Ein bisschen, nur ganz dezent, ne? Ist auch eine
Boah, ich weiß aber nicht, ob die Beeren mir jetzt reichen, weil ich habe die Hälfte abgegeben, ne? Oh, hier hinten ist noch. Oh, was? Der Tristan. Was hast du? Du hast da Eisen übersehen. Und Kupfer. Ja, ich oder bin du noch mehr noch damit fertig. Beschäftigt, noch Mobs zu töten. Na ja, mach du mal. Ich baue alles ab. Wie so ein Staubsauger dahinter. Okay, die Höhlen-Generation. Ja, man muss sagen, wir haben eine andere Höhlen-Generation. Oh, fuck. Bist du alive? Witch, das ist die Hexe. Ja, ich blocke. Die hat Akku auf dich. Ja. Which is fine. I'm just poisoned for like eternity. Ja, ist nervig. Ich leuchte einfach mal ein bisschen aus hier. Das wollte ich eigentlich auch machen, bis mir die Hexe aufgefallen ist. Und Tristan dann so, nee, lass mal. Off! Schon wieder! Ja, über dir ist halt nochmal eine Höhle. Was ich sagen wollte, wir haben eine andere Höhlen-Generation. Irgendwie ein bisschen ans neuere Minecraft angelegt. Oh Gott! Ja, okay, du bist ja nicht so weit weggestorben, Tristan. Zum Glück. Darf ich jetzt sagen, ich müsste hoch. Achseln. Ah, ich habe ein Skelett gefunden, das sich getötet hat. Es ist jetzt tot. Always good to hear. Ich hab dich gerecht, Tristan. Okay, die Höhle ist. Alter, was ist denn das für eine Okay, es ist weird, in so einer Höhle zu sein gerade. Ja, aber es ist auch. Like, es da ist ziemlich halt cool. So viel Stuff, ne? Ja, super viel Zeug. Oh Gott, es geht dann noch weiter runter. Okay, wir sollten uns, glaube ich, mal auf diesen Ebenen, auf diese zwei Ebenen beschränken, erstmal mit abbauen. Ich habe, glaube ich, gleich einen Stack Fackeln weg, by the way. Okay. Das Wasser weg. Und ich glaube, wir müssen nochmal Essen holen, irgendwie. Ich habe noch eine. Ich kann dir nochmal einen halben Stack Beeren abgeben. Na, hast du nochmal. Ja, aber welche gefarmt? Eigentlich nochmal einen Stack oder so fast. Na, okay. Ja, ich habe noch 14 Stück, die reichen noch ein bisschen, aber. Oh, ich war eigentlich ineffizient. Warum was? In dem Moment, wo ich tot war, hätte ich eigentlich schon mal ein paar der Beeren abgeben können. War mir schon bezahlt. Ja, ich versuche gerade. Oh Gott, das sind drei gespawnt. Hier ist. Ah, die Höhle ist auch so komisch verwinkelt. Ich weiß gar nicht, wo der Ausgang ist, um ehrlich zu sein. Hä, WTF? Der Höhlen-Gen ist ja weird, Alter. Also die ist wirklich weird. Oder es liegt daran, dass wir auf dieser komischen Insel sind, Tristan. Okay, jetzt muss ich mal gucken, ob ich den Weg wieder zurückfinde. Mir gefällt es, dass sie so Layers hat. Dadurch gibt es einfach unfassbar viel Zeug. Ja, das schon. Aber zum Ausleuchten ist es eine Hölle. Okay, hier war nice. Anfang. Eine Query zu setzen. Was? Eine Query setzen. Ja. Hast du hier schon, was kommt da angerannt? Nö, ein wildes Super King Julian erscheint. Ich weiß nicht mal. Ich hab einen Pokéball gefangen. Ja, echt so. Meisterball, Tristan. Meisterball. Oh Gott. Ich finde Ultrabälle hübsch. Ja, mit Masterball hast du halt 100% Catchrate. Ja, aber. Weiß okay, nicht, die sind zwar lila, aber irgendwie sehen sie einfach nicht so gut aus. Tristan steht eigentlich auf lila, muss man sagen. Ops. Ja.
Ach so, weil das ist, weil hier kein Dings drin ist, ne? Was? Optifine. Deswegen ist mein Game ein bisschen laggier wie sonst. Geil. Alter, da kommen noch mehr. Zombies are coming! Ja, wir müssen ein paar Pflanzen. Warte, taktisch! Ja, ich block einfach. Wie war's? Wir haben hier vorne noch nicht mal ansatzweise alles abgebaut. Das ist geil, wenn du von einer Kupferader in die nächste reingehst, einfach. Ja. Auch wenn es drei verschiedene Kupferaussorten sind, aber hey. Nachher ist alles in einem dasselbe. Hey, Tristan. Drop zu Julian. Mein Tristan, drop einfach über die Hausaufgaben. Mein Inf ist einfach voll, by the way. okay, ich werde mal alle Erze reinpacken in meinen Backpack. Und Kohle auch. Osmium, warte. Osmium muss man mit Eisen bauen. Ich baue alles gerade mit Eisen, aber ich weiß, es ist sehr ineffizient, aber... Oh Gott, da unten ist wieder ein Skelett. Und da ist noch eins. Und Creeper und noch ein Skelett. Whee! Okay, ich werde, glaube ich, sterben. Okay, ich renne. Not the worst thing, you get right back to base and kannst dein Zeug ausladen. Ich setz Fackeln hier, Tristan. Während ich wegrenne, setz dich Fackeln. Immer eine gute Option. Warte mal, du hast hier irgendwo eine Sweetberry gepflanzt, ne? Was für ein Aim hast du denn, Bro? Der hat einfach. Du essen oder was? Ja, geht noch. Ich habe noch 8. Dann komm halt Berries. Zu mir. Ich drop dir was. Ich bin ja hier. Alles easy. Ich brauche hier Eisen ab. Eisen, Kohle, alles her damit. Oh, aber es ist angenehm. Einigermaßen. Ich finde, es sind einigermaßen viel Eisen hier. So vom Gefühl her. Wahrscheinlich ist nachher die Ausbeute doppelt so viel Kupfer, aber. Vom Gefühl her ist es trotzdem okay. Ich warte schon auf die Zeit, wo man dann einfach nur noch Eisen mitnimmt. Ja. Oh, geil. Oh, boah, geil, Tristan. Die Rettung, ey. Sweetberries einfach. Aber die, weißt du, was das Problem ist? Das sind die halten irgendwie, was Essen angeht, nicht so lange wie Fleisch, glaube ich. Habe ich nicht das Gefühl. Meinst du? Liegt halt daran, dass wir die ganze Zeit fighten und du Health gen musst. Ja, ja, stimmt auch wieder. Health Regen braucht halt unendlich viel Essen, ey. Ja, okay, Kohle mitzunehmen ist nie schlecht. Oh, ich höre schon mit irgendwo eine Spinne krabbeln, Alter. Das hört sich so ekelhaft an. So wild wie die Höhlen. Ich finde die Höhlen-Generation halt geil. Aber ich finde es auch wild, weil ich so überhaupt keine Ahnung habe, wo ich hinlaufe. So, ich habe keine Ahnung, wo ich zuerst hinlaufen soll, weißt du? Irgendwas komisches. Oh, vielleicht bilde ich mir auch Dinge nur ein. Ja, ich mache das mehr Sinn, das nachher irgendwann mit Forgen abzubauen, aber was soll's. Das, ja. Das Quarz. Ja, aber ganz ehrlich, was soll's? Kannst du nicht dieses Charged Quartz rauskriegen oder so noch?
Ja, ja, für manches, für manches brauchst du aber das Rohquarz. Für manche Rezepte. Ja, ich hab schon ein paar. Oh, warte mal, Osmium war, ach nee, das war, das ist nicht mehr so gut, ne? Das war nur bei Traincraft irgendwie OP damals. Das war so gut wie Eisen und du hast so viel davon gefunden und konntest es ja, ja. benutzen. Doch, doch, damals für Traincraft schien noch. Dafür war es nämlich noch gut. Ah ja, stimmt. Für Traincraft, also damals in 1.7.10 noch, im allerersten ja. Modpack sozusagen. Staffel kannst 1, hier Teil 1. Tin noch aufnehmen? Guck mal, ob du das Tin noch aufnehmen kannst. Eigentlich, Tristan, kannst du mir... Geh mal, komm mal her. Drop mir mal alle deine Erze. Nur die Erze. Und Kohle wegen mir. Kohle kannst du auch noch droppen. Jo. Ich hab da... Ich kann das alles im Backpack packen, weißt du? Ganz ehrlich, Marble schmeiß ich erstmal weg. Granit und Limestone auch. Und den Close Room, keine Ahnung, den setze ich hier wieder hin. So, oh geil, ich habe einen Apfel im Inventar. Vom Holzfarm wahrscheinlich. What is making this noise? Irgendwie so ein komisches Geräusch, ne? So ein ganz komisches Geräusch, ne, Tristan? Ja, ich wusste es auch nicht. Ich hab's einfach gekonnt ignoriert. Vielleicht ist es dieser Zyklop, der auf der Insel von uns. Ja, sind wir aber nicht drunter, oder? Eigentlich nicht, ne? Eigentlich nicht. Der ist auf dieser in der auf Nähe der Sandbank, der, ja, auf der großen. Auf der Kiesbank. Ja, du weißt, was ich meine. Du weißt genau, was ich meine, Tristan. Okay, meine erste Eisenpicke ist auch gleich tot. Ich benutze halt, ganz ehrlich, wir können es uns, glaube ich, leisten, nur Eisenpicken zu nehmen, Tristan. Ja, ich habe jetzt erstmal halt noch die Steinpicken gemacht. Ja, ja, wir haben 63 Eisen jetzt schon gefunden. Und ich habe dafür Ich brauche jetzt meine Steinpicken noch auf die zwei. Ja, klar. Aber ich glaube, als nächstes kannst du, glaube können wir, glaube ich, auf Eisen gehen. Es ist einfach angenehmer und schneller damit abzubauen. Ja, Osmium. Ich glaube, irgendwas hast du das gebraucht, aber ich... Keine Ahnung, Osmium... Ecken ist ein Stuff wahrscheinlich. Osmium Dust. Osmium Ingot. Ja, genau, du konntest Vanillaschienen daraus herstellen, was bei Traincraft damals OP war, weil du es umformen konntest in, ja, und sonst halt echt viel Mechanismus-Zeug. Oh, okay. Kannst du noch Waffen und Rüstung machen? Nee, ich glaube nicht. Julian? Nee, ich glaube, du konntest nichts draus craften, ich guck gerade. Früher gab's da aus der Rüstung und so. Die Mobs, deine Infernal Mobs, remember, die dich gewonshottet haben. Oh ja. Die hatten auch so Osmium-Rüstung mal. Ja, ja, ich glaube, die gibt's aber. Also es gibt noch irgendeine Jetpack-Rüstung. Basic Jetpacks. Womit du Osmium brauchst. Aber ich glaube, es gibt keine Rüstung mehr an sich. Nee. Eine Rüstung selber sehe ich jetzt gerade nicht. Aber vielleicht bin ich auch nur blind. Das kann gut sein. Das, möchte ich jetzt nicht abstreiten, ne? Ja, ich im Tin brauchen wir auf jeden Fall auch eine jede Menge, ey. Jetpacks machen daraus. Oh ja, Jetpacks. Wenn wir Jetpacks irgendwann haben, wird es halt so viel angenehmer zu bauen, ne? Also vor allem Dächer und sowas nachher. Ja, oder einfach generell hohe Gebäude. Ja. Man muss sich halt geben, dass wir den ganzen scheiß Weg gelaufen sind hierher. Das ist schon dumm. Da hier kommt ein Zombie, Tristan. Ich warne dich nur vor gerade. Ja, hab ihn gesehen. Ich habe einen Augenwinkel. Da kommen noch mehr.
Oh, ich habe nämlich gerade nur im Augenwinkel gerade gesehen, dass dich einer anschleichen. Oh, du hast einen Zombie-Kopf rausgekriegt. Gönn dir. Tristan macht das viel aggressiver wie ich. Tristan einfach. Ja, ganz ehrlich, die ganzen Ranged-Pussies einfach in their face. Just go in their face. Ich so mit meinem Shield-Block erstmal alles. Tristan, geht rein! Oh Gott, wie viel Kupfer werden wir nachher haben? Wie viel Kupfersorten gibt's eigentlich wieder? 10. Ja, irgendwie so 10 hätte ich jetzt geschätzt, ey. Oh, hier geht's auch noch weiter. Musst dir überlegen, wir können nachher all die verschiedenen Kupfersorten benutzen für dasselbe Zeug. Ja. Das Ding ist, ich würde halt... Es wäre echt geil, wenn man Stahlerz finden könnte, ey. That would make any sense. Ja, ich weiß, aber... Wow. Wie viel Stahl ich nachher brauchen werde, Junge. Für was denn? Ja, für Immersive, ey. Ich brauche für jede Schiene Stahl. Nein, ich glaube, das ist nicht das... Oh, warte. Oh, da hinten ist ein Zombie-Spawner, Tristan. What? Where? Hier hinten. Vielleicht war das das Geräusch. Ja, macht dann... Leuchtet es nur aus, Tristan. Oh, wow, das Spawner. Ich habe eine Karotte gedroppt. Geil. Erstmal aus. Boah, geil. Wir haben einen Spawner gefunden. Ein Goldapfel. Boah, nicht so schlecht. Netherquarz, Goldapfel, Manuskripte. Gears. Ja. Die guten Gears, aber warte. Ja, ich hab. Warte. Erze. Ja, ich wollte gerade einpacken. Ich hab dann wieder Platz, sobald ich die Erze in den Backpack gepackt hab. Das ist echt eine gute Taktik. Also die Wooden Gears nehmen wir auch mit, oder? Ganz ehrlich, ich nehme die Kiste auch mit. Ich nehme die Kiste einfach auch mit. Spam zwar mein Inventar voll, aber hey. Ein Limestone lasse ich dafür hier liegen. Cool. Eigentlich sollten wir uns einen Waypoint hier setzen, oder? Ey, den finden wir doch. Ja, wohl, stimmt auch wieder. Der ist fast direkt bei dem Eingang in die Höhle. Naja. Also, ne, der ist so direkt quer gegenüber. Oh, lol, spawnen die da noch? Ja, ich glaube, gerade da auf jeden Fall noch gespawnt. Aber ja, wahrscheinlich war es hier zu dunkel, hier unten. Naja. Müssen einfach ein bisschen mehr ausleuchten. Ich höre auf jeden Fall noch welche, aber die sind wahrscheinlich drunter. Tombstone Dust. What? Keine Ahnung, was es für alle Erze gibt. Oh, ich bin Level 30, Tristan. Lass mal Full Enchanter machen. Ja, wir können theoretisch einen Enchanter bauen. Wir haben genug. Oh, Tristan weiß, was mir fehlen wird hier. Huh? Ich glaube, es ist nicht drin. Ein Better Enchanter ist, glaube ich, nicht drin. Oh mein Gott. Ich, Marcel, das muss man. Wir müssen Marcel sagen, das muss er noch dazu machen. Normaler Enchanter, oh mein Gott. Na, warte mal, kannst du. Das hier sein Books Enchanten. Ja, ist halt echt so. Ich habe schon ein paar Books aus Kisten und so rausgekriegt. Eins mit Sharpness tatsächlich. Ja, ich habe irgendwie 40 Bücher, weil ich von Villages die Bücherregale mitgenommen habe. Bücher sind kein Problem, aber like enchantete Books meine ich. Achso, ja, ich habe glaube auch 3 oder so, aber es sind halt. Ja, aber wir können auf jeden Fall schon einen normalen Enchanter craften, like, ist nicht das Problem. Wir haben genügend Diamonds aus Kisten rausgekommen. Ja, okay, pass mal auf. Cobblestone packe ich jetzt auch mal einfach 2 Stacks weg. Oh, geil, Eisen. Eisen ist halt echt so das, was wir am meisten brauchen werden, ne? Jetzt am Anfang auf jeden Fall. Ja. Wobei, nee, generell. Ich glaube generell, weil wir halt daraus Stahl machen und so.
Ey, wir sollten, wahrscheinlich, Tristan, sollten wir ziemlich schnell auf UU-Meta-Produktion gehen. Ja, wahrscheinlich. Jetzt fangen wir erstmal an mit der Erzverdopplung und dann schauen wir mal. Naja. Erzverdopplung bringt halt schon episch viel. Oh, Eisen darf man nicht liegen lassen, ey. Boah, geil, ich habe neue Rezepte unlocked, Tristan, weil ich fucking Diorit aufgenommen habe. Kann ich jetzt Diorit-Slaps oder so machen? Ne, das ist gar nicht in der Version drin, oder? Ich kann jetzt Diorit-Walls bauen, weil wir irgendeinen Mod drin haben, der das mir ermöglicht. Ne, das sind die normalen, like wie so Steinzeug. Ja, wie Cobblestone-Walls. Aber nicht von einem Mod, die sind irgendwann normal. Nein, ja, die sind aber hier noch von einem Mod. Sure? Ja. Definitiv, Tristan. Ganz. Well, I don't know, I don't care about new Minecraft. Du warst Tristan und ich 1.7.10, das war das letzte, was wir aktiv gespielt hatten. Echt so, like. Ja, ist halt wirklich so, wir sind echt alt, Tristan. Wir sind nur noch altes Minecraft gewöhnt. Echt so. Ich kann immer die neuen Soundcraft-Rezepte, die überfordern mich immer noch. Ja, echt. Was? Hä? Wie macht man noch Zäune 6 Sticks, ne? Ja, es war mal so, aber ist, glaube ich, nicht mehr so, Tristan. Du brauchst jetzt 4 Holzplanken und 2 Sticks für einen normalen Zaun. Bruh. Sonst so, nein, ich will wieder den alten Zaun craften. Ja, das alte Soundcrafting war halt auch geiler. Du hast nur Sticks im Inf gebraucht. Du konntest like, dein ganzes Inf voller Sticks haben und das alles zu Zäunen umwandeln. Boah, ja. So, ich verstehe das ja, dass die Birch-Zäune und sowas hinzugefügt, dadurch, dass es da machen mussten irgendwie. Aber, ja, dann mach halt andere Sticks. Dann mach Birch-Sticks. Ja, ganz ehrlich. Da kriegst du halt aus Birchwood Birch Sticks raus. Hey. Ja, aber dann beschweren sich die Leute, dass sie 50 verschiedene Sorten Sticks haben. Ja, aber lieber das wie 50 verschiedene Sachen im Inf, wenn du Dings Zäune craften musst. Ganz klar, Tristan. Was heißt denn Tristan? Tristan hat hier wieder irgendeinen Dreck ja. Hier. Hey Tristan, was geht? So, ich habe meine ganzen Steinpickaxe mittlerweile aufgetaucht. Ja, ich habe meine zweite Eisenpicke verbraucht, aber ich habe die auf jeden Fall 5-mal wieder drin. Nur? ich sag dir gleich, wie viel Eisen ich im Inf hab. Like, es ist von uns beiden, aber... Oh Gott, das ist so ein Müll, das Spinnenauge brauche ich auch nicht, ganz ehrlich. ich habe 1,5 Stacks Eisen, Erz und 2 Eisen. Und 1 Silber. Das ist nicht so schlecht. Ja, ich habe nochmal 1,5 Stack Eisen in. Ja, also. Können wir auf jeden Fall die ersten Maschinen craften, nächste Folge dann, ne? Ja. Dann geht diese Folge dann noch. Die Folge ist schon 30 Minuten lang, Tristan. Ist gar kein Problem. Leuten gönnen sich das einfach heute. 30 Minuten Minecraft ist, indem wir nur Erze abbauen, ist es auf jeden Fall, ist auf jeden Fall viel Content. Den sich auf jeden Fall jeder gibt. Wahrscheinlich hast du auf der die meisten Views, einfach weil es relaxing ist, zwei Vollidioten reden zu hören, während sie Minecraft. Ja, ist halt wirklich so. Was, wir machen keinen Podcast, Tristan, wir machen einfach Minecraft. Wir machen unser Podcast. Einen Podcast und spielen im Hintergrund Minecraft. Richtig. Das ist der Minecraft-März. So. Was erwartet ihr denn bitte? Dass ich plötzlich anfange,
keine Ahnung, Speedruns zu machen? Nö. wobei ich schon gespannt bin, Tristan, wie es Ende und der Nether hier aussieht. Ich war noch nicht im Ende und im Nether in dem Modpack. Ich auch nicht. It's gonna be very exciting. Ja. Very exciting. Oh, meine erste Iron ist kaputt. Oh, was? Jetzt schon? Ja, die war auch schon wieder halb tot. Ach so, Tristan kommt einfach mit so kaputten Tools in die Höhle. Einfach nur so komplett abgenutzt. So noch ein Hit und es bricht alles auseinander, ey. Du musst überlegen, es hat trotzdem noch recht lang dafür gehalten. Ja, schon, das war. Was haben wir denn hier? Miner's Delight. Beim Supplenty. Irgendeine Blume. Die brauchen wir bestimmt irgendwann. Ich tilte ab, weil ich nicht mehr weiß, wo sie ist. Ach was, das findest du wieder. Krass. Zombie. Ja, da ist Kies von oben am runtertroppen, da habe ich richtig. Wahrscheinlich ist irgendwo an irgendeiner Stelle hier, Tristan. Sind wir schon am Strand. Der Kies kommt einfach so von oben runter. Oh geil, ich habe nur mal 4 Eisen gefunden, Tristan. Oh Gott, da geht's ja irgendwie. Okay, haben wir diese Ebene. Oh ne, da ist noch was an der Decke. Und da ist noch Uran, den nehme ich auch mit. Das ist gesundes mitzunehmen. Einfach so in den Taschen. Auf jeden Fall. Ist noch nicht gespalten. It's fine. Das ist Roherz, das ist fein, naja. Warum kommt hier Wasser rein? Ich glaube, wir sind hier am Ozean. Wahrscheinlich. Das ist natürlich nervig. Aber ich finde es witzig, warte mal. Ich bin hier in der Wildnis. Und hier in meinem Claim. das müssen wir Marcel unbedingt noch sagen, Tristan. Mehr Claiming Space. Ja, muss aber wirklich, ganz ehrlich. Und wenn es nicht möglich ist, das ist halt echt. Okay. Ich würde jetzt, glaube ich, mal wieder an die Oberfläche gehen. Okay, ja, ich komme gleich mit. Ich baue dieses Eisenvorkommen, wo ich gerade dran bin, noch ab. Und dann komme ich auch wieder mit hoch. Hey, da haben wir schon ein bisschen was geschafft, die Folge. Oh, ja, Tristan hat Spaß mit Creepern. So. Auf jeden Fall. Also wenn ich jetzt noch auf dem Rausweg noch ein Eisen finde, das nehme ich natürlich noch mit, ne? Oh, bis du kommst, noch ein bisschen Kopper hier in der Nähe vom Eingang ab. Oh, da ist ein Zombie. Der muss mich natürlich jetzt noch nerven. Alles klar, stirbt. Oh ja, okay, jetzt haben die Bären aber ganz gut gehalten, wo wir nicht mehr fighten mussten, Tristan. Okay, Tristan ist gleich wieder tot. Achso, das haben wir erwähnt, dass Keep Inventory an ist, weil wir durch diverse Dinge im Modpack das notwendig ist. Ich glaube, die Leute werden es noch genug. Ich glaube, wir haben es noch nicht erwähnt, aber es ist it's nice to have. Very ja. Nice to have. Ich sag mal so, es ist notwendig bei manchen Dingen später. Sowas wie eine Sirene habt ihr ja schon gesehen, ja. Das, Die Sirenen sind nicht die Dinge, wegen denen es notwendig ja, ist. Ja, doch, wenn da 3 Stück sind am Anfang schon. Ja, gut. Am Anfang schon. Okay, ich höre das. Okay, da ist das dann. Okay, hier geht's zum Ding-Spawner, by the way. Und raus geht's hier links, glaube ich, oder? Hier hoch. Ich weiß gerade nicht, wo du bist. Über dir. Über mir. Okay, ja. Aber ich bin mir da nicht ganz sicher. Ich muss mal vielleicht hier. Hier ist Eisen auf jeden Fall, das wir noch nicht mitgenommen haben. Ich bin aber nicht ganz sicher, ob es hier rausgeht gerade. Ich hab den Weg rausgefunden. Okay, dann bin ich hier falsch. Ich komme zu dir, Tristan, aber das Eisen nehme ich mit. Ich höre eine Hexe, ey. Die ist wahrscheinlich außerhalb. Okay, da wo du gerade warst, da wo der Spawner ist. Wo muss ich dann dahin? Wo bist du genau? Ah, hier, ich sehe dich. Ah ja. Pass mal, ja, hier sind wir reingekommen. Ja, warte, ich mach mal den hier.
So. Hier geht's raus. Hier hoch. Ja, okay. Ja, jetzt finde ich den Weg alleine. Ja. So komplett scuff der Weg einfach. Aus Tages. Guck mal, hier Bären, Tristan. Direkt mitnehmen. Ich hab die Bären nicht gekriegt, ey. Was soll denn das? Immer die Bären. Ist halt geil, dass sie teilweise zweimal Bären troppen, ne? Ja, ne? Ja, okay, gut, dann waren wir aber. Wir machen noch Ausbeute. Ausbeute schauen wir uns nächste Folge an, würde ich sagen. Das war die Folge ist echt schon lange. Ja, ich denke, bis zur nächsten Folge können wir die Dinger schon mal durchschmelzen und dann. Ja, und mal. Wobei, nein, das sollten wir gar nicht machen. Nein, wir sollten nur das Nötigste schmelzen. Was wir brauchen, um die Maschinen zum Verdoppeln, also Macerator und sowas zu machen. Also können wir. Macerator und Generator erst. Genau, wir können aber die Sachen ja trotzdem schon mal durchschmelzen. Aua. Genau, das machen wir nächste Folge, würde ich sagen, ne? Also bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao.